Damn you. Ja, hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 4. Ja, für diejenigen, die den letzten Part nicht geguckt haben, weil ich ihn vermutlich nicht als Part 4 labeln werde, sondern als Assassin's Creed 4 Infovideo oder sowas. Sämtliche Aufnahmen wurden gelöscht. Aus dem Spielstand hier alles weg. Bis auf die ersten drei, die ich schon sicherheitshalber hochgeladen habe, die Parts. Und das eigentlich nur, weil ich gerade Zeit hatte, um was hochzuladen. Ich gesagt habe, so, jetzt ballerst du das mal hoch. Kannst ein bisschen Speicherplatz freischaffen. Jetzt habe ich Speicherplatz. Aber die Videos sind nicht sicher auf YouTube. Danke dafür, Windows 10. Ja. Das war großartig und danach ist auch OBS total, nachdem das gelöscht wurde, hat er gleich OBS mitgelöscht und da habe ich mir OBS neu runtergeladen und das hat OBS total zum Durchdrehen gebracht. Und ja, jetzt habe ich das nachgespielt, was ich schon in den Let's Play Parts gezeigt habe und ich weiß ehrlich nicht, ob wir die einfach ab jetzt mit dem hier weitermachen sollen. Ja. Weil es waren ja nur die ersten drei Parts, die ich schon hochgeladen habe. Oder ob ich jetzt mit dem hier nur die Story durchmache und dann das hier mache. Weil hier habe ich halt schon Nebenmissionen gemacht und so. Und naja. Ja, ich will halt eigentlich nicht hier die ganzen Nebenmissionen auch nochmal machen. Habe ich eigentlich keine Lust drauf. Aber naja, wir werden sehen, wie sich das ergibt im Verlauf des Spiels. Aber das wollte ich jetzt am Anfang nochmal gesagt haben. Und ja, jetzt machen wir erstmal weiter mit dem Spiel. Und ja, für diejenigen, die das nicht gesehen haben, das Spiel läuft ab jetzt in 4K. Ich hoffe, die Qualität ist akzeptabel. Ich habe Bitrate jetzt so hoch geballert, das ist echt. Also in Assassin's Creed 2, wenn ich von der Konsole aufnehme, funktioniert das mit einer geringeren Bitrate. Ja. Ich meine, gut, dann nehme ich auch nur 1080p auf, ja. Und. Nee, ich bin immer wieder zwischen 1080p und 4K rumgesprungen. Ich weiß auch, warum die 1080p-Aufnahmen manchmal schlecht aussahen. Lag an den Einstellungen. Hab die Einstellungen jetzt behoben. Und naja, genau. Ja. Die Einstellungen, wie ich sie mit OBS jetzt habe, weiß ich tatsächlich nicht, ob ich irgendein Spiel spielen kann, was grafikaufwendiger ist als das hier. Ja. Weil ich kann das hier ja nicht mehr auf maximalen Einstellungen spielen mit 4K. Und da muss ich in einigen Spielen vielleicht einfach, um eine akzeptable Qualität hinzubekommen. Ja, ich laufe einfach mal her und sammle die ein, wenn sie unterwegs liegen. Da liegt gleich schon wieder was. Und naja. Genau, ja. Das werde ich machen. Ich weiß absolut nicht mehr, was ich im letzten Part gesagt habe. Der ist, wie gesagt, das letztes, nicht nur letztes Jahr her, sondern letztes Jahr. Naja, Oktober her. Ja. Ich weiß nicht mehr, was ich da gesagt habe. Und naja, dadurch, dass ich den Part auch selbst nicht mehr habe, kann ich ihn mir auch nicht mehr angucken. Ich könnte jetzt natürlich den versuchen, auf, den mir auf YouTube angucken. Aber naja, das ist halt. Naja. Sagen wir mal so. Ich mag es nicht gern, meine eigenen Videos auf YouTube zu gucken. Das ist sehr. Ich fühle mich dann immer sehr seltsam. Seine eigenen Videos gucken ist wirklich immer sehr. Sehr befremdlich. Ist wirklich so. Und wenn man es versucht, differenziert zu. Oh, ich erinnere mich noch, ich hatte voll viel Ärger mit dem Ding da. Machen wir jetzt nicht. Hab jetzt gerade beschlossen, wir spielen wieder immer Spielstand weiter, dann würde ich das Ding nämlich nicht nochmal holen. Ja, einfach so. Nein, klar, vielleicht entscheide ich mich noch um.
später, aber jetzt deswegen versuche ich mich hier auch zurückzuhalten mit dem ganzen Aussichtspunkte einsammeln und so. Ich sage jetzt, wir machen jetzt erstmal nur die eine Story-Mission hier in der heutigen Aufnahme. Und weil ich bei diesem Part halt noch weiß, wie ich ihn genannt habe, werde ich den auch so nennen. Aber in anderen Parts wird sich das dann ändern. Wird sich ändern, das Projekt. Ich lasse die mal Testaufnahmen prüfen. Und noch ganz wichtig, bevor wir jetzt hier starten: Den letzten Part von AC2 hat es doch zerschossen. Warum auch immer, der war eigentlich noch sicher in meinem Exporte-Ordner vom. Für meine Bearbeitungssoftware. Aber naja. Vielleicht kann ich den wiederherstellen, das weiß ich tatsächlich nicht. Die Timelapse hat er auf jeden Fall, die ich da reingehauen habe, hat er auf jeden Fall unberührt gelassen. Wie es mit dem Rest aussieht, weiß ich nicht. Und naja, die Timelapse steht auch quasi so den Kern der ganzen Sache da. Es ist halt noch eine Videoabspielung drin und der Abspann. Und der ist halt auch für die Story wichtig, wenn wir irgendwann mal Brotherhood spielen. Oh, naja, deswegen weiß ich halt nicht. Es kann sein, dass ich das jetzt nebenbei privat einfach noch so ein bisschen weiterspiele. Und er dann mit ein bisschen Verzögerung rauskommt, der Part. Ja. Das kann ich machen. Und dann verlege ich AC4 nach vorne. Und dann, ja. Ich glaube, so mache ich das. Ich spiele dann privat noch. Ich habe jetzt zum Glück mehrere Spielstände und das ist mir voll. Ich guck mal, vielleicht kann ich ja einfach den Abspann kann ich vermutlich nochmal abspielen. Und den ganzen Story-Kids. Wir gucken mal. Jetzt erstmal weiter mit AC4. Guten Morgen, Duncan. Gleich hier drüben. Edward? Hallo, Edward! Ich fand jemand, der mir den übrigen Zucker abkauft. Ah, ein gutes Geschäft, muss ich sagen. Er nannte euch Edward. Das ist der Händler, der mich hierher brachte. Zur Vorsicht gab ich ihm einen falschen Namen. Ah, gute Idee. Wir sehen uns, Barnett. Später. Sehr pünktlich, Duncan. Hier entlang. Hier ist er. Ein Mann nach dem Templer und Assassinen mehr als ein Jahrzehnt gesucht haben. Man sagt, euer Name ist Roberts. Ist das wahr? Ihr wisst, was das ist, denke ich. Den alten Geschichten nach wird das Blut eines Weisen benötigt, um das Observatorium zu öffnen. Das ist der Schlüssel. Nun brauchen wir nur noch seinen Standort. Mr. Roberts wird ihn uns bereitwillig mitteilen. Bringt ihn in meine Residenz. Ja, ich habe jetzt versucht, leise zu bleiben. So viel Wirbel. Die Soundeinstellungen müssten so in Ordnung sein. Ist das Observatorium wirklich so kostbar? Sie sind du da. Das Observatorium wurde von der Vorläuferrasse erbaut. Sein Wert ist unermesslich. Vorläuferrasse? So, so. In einem der ersten Briefe. Ich habe gerade Assassinenklänge gehört. Maya-Mentor zu töten, Atabai. Konnte dir diesen Auftrag noch ausführen, bevor ihr hierher kam? Leider nicht, nein. Zu viele Komplikationen. Wie schade. Da habe ich gerade schon wieder das Assassinen laufen sehen. Werden es schon richten. Ei, das war der Plan. Ich mag diesen Weg nicht, Horris. Zu ungedeckt. Ja, stimmt was nicht. Bleib bei mir, Großmeister. Ich spüre es auch. Wir dürfen nicht Hand an den Weisen legen, was es auch koste. Man merkt halt immer die Unterschiede der Templer und der Assassinen. Assassinen! Die Templer laufen hier im Kampf straight rum und der Assassinen. Pistole. Tot. Ja, ich versuche. Ich habe mir so überlegt, ganz einfach, weil ich das zu 100% spielen will. Und ich die ganzen optionalen Missionsziele nicht nochmal machen will. Achtet auf Straßen und Gassen. Deswegen, also werde jetzt vielleicht bei einigen nicht alle optionalen Missionen. Ich werde mir trotzdem Mühe geben, aber ich werde es nicht so machen wie in den anderen Parts, wo ich ja reloaded habe, wenn das fehlgeschlagen ist, weil ich von Anfang an richtig hinkriegen wollte.
Ja, also so. Ja, sowas mache ich halt nicht. Tschüss. Das ist Torres. Und das war eine ziemlich kaputte Ragdoll-Physik. So, genau. Und unsere Aufgabe ist es, Torres zu verteidigen, während die anderen sich um die Assassinen kümmern, die da hinten zurückgeblieben sind. Zack. Bam. Übrigens, viele beschweren sich, dass Edward hier scheinbar immun ist gegen den Giftpfeil, mit dem er jetzt abgeschossen wurde aus dem Blasrohr. Aber das liegt gar nicht an Edward. Naja, auch gesehen, die anderen Templer sind ziemlich immun dagegen. Und ja, ich springe ihn noch nicht an, weil, wie gesagt, ich will ihn von oben anspringen. Bringen ihn in den Kerker, Großmeister. Verdoppelt die Wachen. Nun, ich bin erschöpft. Welch ein ereignisreicher Tag, die Herren. Sie, von allen Seiten von Feinden belagert. Wir müssen vorsichtiger sein. Ich wünschte, ich könnte das Ende dieses Dramas mit ansehen, doch ich muss mich dem Wind anvertrauen und nach England segeln. Natürlich, Captain. Ich wünsche euch eine schnelle Reise. Mit Glück bin ich bei der Rückkehr selbst Gouverneur. Und das mit dem Segen meines närrischen Königs. Adios! Nun zu euch, Mr. Walpole. Ich betrachte es als erste Rate einer langfristigen Investition. Gracias. Hab Dank. Ich möchte euch gerne beim morgigen Verhör sehen. Kommt, gegen Mittag. Ja, Sir. Ja. Jawohl. Ihr seht, wir haben jetzt trotzdem die 100% hier. Also insofern, wenn das klappt, dass ich jetzt hier nicht, wenn ich jetzt zwei, drei Missionen nochmal machen muss am Ende, ja gut. Aber die Mission mochte ich eigentlich. Und ich weiß, heutzutage guckt sich niemand mehr das Feedback an, aber ich mache das gerne. Zack, 1000 Real bekommen. So, ja. Das wollte ich im heutigen Part machen. Wie gesagt, der ist jetzt ein bisschen kürzer vielleicht, aber... Die nächste Mission ist sehr anstrengend und ausdauernd und... Mir fällt gerade auf, die Mission gerade ging 5 Minuten oder so. Ansonsten, glaube ich, habe ich hier tatsächlich noch andere Dinge gemacht in dem Part. Ja. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so schlimm, wenn der Part ein bisschen kürzer ist. Aber es ist schon sehr früh. Und deswegen will ich jetzt nicht mehr so viel aufnehmen. Ich kann halt leider nur so nachts aufnehmen. Und naja. Ja, deswegen ist so. Ich kann nur nachts aufnehmen, weil... sonst ich eventuell hier mit meiner Familie, was ich glaube ich in einem anderen Video schon mal erzählt habe, ich glaube das war in dem anderen Assassin's Creed 4 Video, was ich gemacht habe, hat absolut nichts Spannendes passiert, dass, außer dass ich festgestellt habe, dass die Aufnahmequalität nicht, also dass die Aufnahme ziemlich ruckelt. Wir gehen jetzt noch hier hin. Eine Schuld einfordern, dauert zu lange. Ich erinnere mich an die Mission. Und naja. Wie ist auch sehr schwer mit den optionalen Missionszielen. Deswegen. Ja, komm, machen wir das noch. Oder? Naja, nee, ich will nicht so. Ne, machen wir doch nicht mehr. Ja.
Ich würde an dieser Stelle sagen, das war's mit dem Video. War sehr kurz, aber naja, dafür kommen halt an diesem Tag mehr Videos raus, auch mehr Assassin's Creed Videos. Naja, genau. Ich wollte euch halt nur diese Informationen bringen und so ein bisschen was im Spiel machen. Und ja, genau, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Möge die Macht mit euch sein. Und funktioniert endlich richtig wieder. Scheiß Schrauber, los! So, hier. Du machst so, du machst so. Du machst so. Und ich mach so. Klappt. Sehr gut. Ja. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Möge die Macht mit euch sein. Und tschüss.